Hallo Leute und willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute werde ich euch unseren selber gebauten Hochstromtrafo zeigen. Der wurde aus einem alten Mikrowellentrafo umgebaut und hat jetzt zwei Windungen mit einem 25 Quadratmillimeter Kabel und produziert so etwa 1,8 Volt, aber leider konnten wir nicht messen, wie viel Strom, also Ampere, der erzeugt. Aber ja, also ihr könnt hier sehen, wir haben einfach hier ganz normal angeschlossen und hier natürlich die Erdung, ganz wichtig. Und der wird immer mit einem Ventilator gekühlt, weil das Ganze wird schon ziemlich warm. Und ja, dann so, würde ich mal sagen, fangen wir mal an mit den Experimenten. So, dann fangen wir hier jetzt mit einem eher kleinen Nagel an. Und den legen wir, also ihr könnt sehen, ich habe hier zwei Klemmen, alte Klemmen, an die Kabel rangetan, dass wir die Kabel nicht direkt kaputt machen. Und ja, dann lege ich den jetzt hier mal drauf. Halte ihn mit einer Zange fest für den Anfang. Und bald, wenn der Kontakt richtig ist, wie jetzt. Okay, jetzt fängt gerade nur die Spitze an zu glühen irgendwie. Aber ja, es kommt schon. Ja, okay, jetzt fängt er gut an zu glühen. Ich drücke gerade nicht fest drauf. Und er will irgendwie nicht durchglühen, weil der Kontakt immer weggeht. Hasse das so sehr. Ja, okay, jetzt glüht er doch schon sehr hell. Jetzt sollte er dann eigentlich durch. Ja. Jetzt ist er durch. Ah ne, er ist gar nicht durch. Hier könnt ihr das sehen. Aber naja, egal. Machen wir mit dem nächsten weiter. Mit diesem deutlich größeren Nagel. Und wieder das genau gleiche. Anschalten. Und nach einer Zeit fängt er schon an zu glühen. Ups, nein. Ja, jetzt sieht man es schon leicht. Erstaunlicherweise wird die Primärspule, also die zwei Windungen, gar nicht mal so warm, sondern eher die Sekundärbindung wird gar nicht einmal so warm. Eher die Primärwicklung. Das ist noch erstaunlich. Okay, der glüht ziemlich schön. Aber der will nicht durchgehen. Ich weiß nicht, ob ihr das gut sehen könnt. Auf jeden Fall, viel Leistung steckt dahinter. So, dann hier habe ich noch was ganz Cooles gefunden. Und zwar, das ist ein Metallgitter, das kennt ihr sicher alle. Und das hat so eine, ich weiß nicht recht, was das ist, aber irgend so eine Beschichtung drauf. Und ja, die macht dann immer so helle, schöne und coole Flammen. Also, ja, ich zeige euch das mal. Kann man auch locker hier mit der Hand dran fassen. Zischt auch immer so schön. Macht auf jeden Fall sehr Spaß. Ich glaube, ihr seht das. Das könnt ihr den ganzen Tag lang machen. Macht so Spaß. Wenn
Das ist auch immer so witzig, wenn das ganze Metall Gitter hier vibriert wegen den 50 Hertz von dem Trafo. Finde ich ganz witzig. Ja, okay, ich glaube, ihr habt es jetzt langsam gesehen. Macht auf jeden Fall sehr Spaß. Ich kann auch sehr empfehlen, das nachzubauen. Und solche alte Mikrowellen auf eBay oder so kosten meistens nur so 10 Euro oder Franken, wenn man in der Schweiz ist. Also das kann man sich auf jeden Fall gönnen. Und es macht auch Spaß, ihn zu bauen. Ja, aber dann würde ich sagen, das war's jetzt mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst wie immer gerne einen Like da und bis zum nächsten Mal. Ciao.